Ja, Michael, wir hören Sie, wir sind hinter der Bühne. Freilich hören wir sind in der Ton und der Backstage, Ton hört alles. Backstage. Hinter der Bühne heißt es. Geh zu, wie wenn ich... Ja. Geh halt ein wenig schneller. Ich gehe schon. Wir müssen doch das aufbauen. Oh. Psst, ist ja alles mit dem Ton und so weiter. Alles ein Schaß ist das. Der Österreicher sagt, das ist ein Schaß mit der Krise. Jetzt sollen wir den Ton machen. Das ganze letzte Jahr war schon beschissen, 2020. Meine Mülltonne war öfters draußen als ich. Das sind doch Zustände. Dann kommen sie ja Lockdown, ich kann es nicht mehr hören, aber es ist ja nichts anderes passiert. Lockdown, Lockdown. Ich wollte die Corona in den Griff kriegen mit dem Lockdown Light. Es wäre genauso, wenn du es abnehmen willst und trinkst bloß Cola Light. Opa, pass auf. Ich schmeiß das. Pass auf, ich schmeiß das Ding. Ich schmeiß halt. Toll, da hinten brauchen wir es nicht. Das hätte doch jetzt ein Achter werden sollen, wenn man den auswirft, das Fix. Du brauchst gar nicht schon lachen, der Sandorf lacht schon wieder, so dreckig. Weißt du schon, hat er die Saubären, Big Band hat er da hocken. So gut hat deine Kapelle noch nie gespielt wie das Jahr, das sag ich dir. So. Ich hatte das wieder zusammengerollt. Du, ich kann mich nicht bewegen mit diesen scheiß Kissen. Ne? Ausstopfen ist lustig, wenn man ausgestopft ist, schaut lustig aus. Als ob da irgendjemand eine Idee hätte, das lustig ist. Ich kann das nicht mit dem Kissen raus. So, tu deins auch raus. Du halt. Ach, ich. Das scheiß Corona, ne? Ja, das ist halt. Ganz schick fressen. Kennst du den Unterschied zwischen Schulkindern und mir? Ich trau meinen Ranzen vorne. Aber das ist. Da kann ich nichts dafür. Das ist, schau, Wasser. Bei Kälte, Wasser dehnt sich aus. Und du weißt doch, der menschliche Körper besteht aus 80% aus Wasser. Ja, aber hier hat es 40 Grad Hitze. Ja, hier, das ist dann halt wieder falsch ernährt. Ja, ich hab ein Koch daheim, hab ein Rezept gehabt, hat's geheißen, Gemüse putzen und würfeln. Dann habe ich das Gemüse putzt, dann habe ich ein Dreier gewürfelt, aber schmeckt hat's auch nicht. Ja, das ist ein blödes Rezept gewesen. Man muss auch einmal in so einer Krise trotzdem sich einmal in die Gedanken der anderen Gewerke auch einmal. Ne? So was haben wir ja sonst noch nie gemacht. Da sieht man mal, wie die ganzen Leute vom PR, wie die sonst sich da aufopfern. Ja, die haben das ja auch gelernt, die machen das ja. Pass halt auf, du machst es ja kaputt. Ja, das ist ein Wurffon. Wurffon, Mikro. Ja, Mikrofon heißt das, nicht Wurffon. Ja, aber wenn keiner lacht, ist ja blöd. Jetzt kann ich was dafür. Da hockt kein Politiker unten und kein Nix und kein Niemand. Ne? Nicht einmal der Söder, der hockt unten. Ne? Und der hat ja, das ist ein echter Bienenfreund, weißt du das? Warum? Ein echter Bienenfreund, ne, weil er die Hummel hat fliegen lassen. Wir müssen ein paar Lacher nur aufnehmen und einspielen, dass wenn dann was ist, dass man wenigstens Lacher hört. Das ist ja ganz so wichtig. Das ist wichtig, weil sonst kriegen die Zuschauer ja nicht mit, dass da ein Gag war. Genau, warte mal. Ne? Freunde vom Ton, hör mal, im Ü-Wagen, ne, die Kollegen, hör mal, Schnapsgerich, ein Witz und dann tust du ein Lacher einspielen, ja? Zum Beispiel, was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper. Ja, der passt, der Lacher passt. Einer lacht, weil der Mann, das ist lustig. Das ist ein Lacher, man braucht ja so Mengenlacher. Solche Lacher brauche ich nicht. Warte mal her. Wir müssen noch Glühbirne installieren, dass wenn der Ton ausfällt, dass das Licht brennt. Was ist das? Moment einmal. Das mussten wir jetzt noch mal erklären. Wir brauchen ein Licht. Ja. Brauchen wir ein Licht, wenn der Ton ausfällt? Nee, wenn der Ton ausfällt, hört man es doch nicht. Und dann brauchen wir eine Birne, dass man sieht, wenn das Licht brennt, dass dann quasi der Ton nicht geht. Ja, warte mal, dann schaue ich einmal, bevor du was machst. Ich habe den Plan, wo die Steckdosen eingezeichnet sind. Jetzt geh halt aus dem Weg. Da ist er. Warte mal, das ist der Plan, das muss der Strom sein. Warte mal, Stecker ein. Stecker raus. Das geht gut, Stecker rein. Hilfe, Stecker raus. Warte mal. Hast du es gefunden, die Steckdosen, oder? Nein, ich hab so ein Kribbeln gehabt im Schritt. Kribbeln im Schritt? Ja, oh, da musst du einen Arzneikürbis nehmen. Ich bin irgendwie geladen, ne? Ja, aber den Ton trifft trotzdem nicht. Das Achtung, muss ich schon mal sagen. Aufnahme. Was lachst du jetzt? Hör halt auf zum Lachen da. Ich hab ein Lachen aufgenommen, einen gescheiten.
Das war ein gescheiter Lacher. Das war ein ganz blöder Lacher. Da lacht er sonst ganz. Ja, das ist so ein blöder Lacher, wie wenn einer nicht da ist und man lacht trotzdem. Das kennen wir doch, Michel, das kennst du. Wir haben doch schon mal über einen gelacht, der gar nicht da war. Das kommt eigentlich immer wieder mal vor, gell? Dass man lacht, gell? Über Leute, die geistig gar nicht da sind. Na, das, Michel, wir meinen doch, wenn jemand körperlich nicht anwesend ist, was das nicht mehr? Das war doch damals, wo die Koalitionsverhandlungen in Berlin waren. Was schon? Wo, da war ja, klar, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist doch. Was doch noch? Wann war denn das? Ding. Das war 2018, das war doch mit dem Seehofer, der nicht da war. Ja, und da haben wir doch eine Kollegin gehabt, so eine Kollegin gehabt, die hat sich doch da schau noch mal, total aufgeregt. Die hat sich ja gar nicht mehr eingerichtet deswegen, ne? Ach, der. Schätzchen, dann geh mal ganz nah an den Bildschirm ran, ja? Wir müssen reden, ich reiß mir hier seit Jahren den Arsch für dich auf, ja? Hör mir jetzt ganz genau zu, ja? Ich stärk dir jedes Mal den Rücken. Alle sagen immer, du bist der Drehhofer und du bist das Fähnchen im Wind, ja? Und ich verteidige dich jedes Mal. Und letztes Jahr warst du hier gehockt und hast gesagt, auf die Frage, Amanda oder Angela? Ja, wer es ist und was hast du gesagt? Mein Herz schlägt für Amanda. Und jetzt, ein Scheiß, du hockst bei der Angela auf dem Schoß? Meine Güte, so aggressiv habe ich dich ja noch nie erlebt. Beruhig dich doch mal. Ich will mich nicht beruhigen. Dann sag was Beruhigendes. Spezifisch. Nein, das ist nicht beruhigend. Du musst das verstehen, Amanda. Was denn? Die hatten jetzt, die sind in Berlin alle zusammen und auch der Horst Seehofer und die müssen ja eine Regierung bilden und es geht um Deutschland. Eine Regierung bilden? Willst du mich eigentlich verarschen? Eine Regierung bilden. Wir haben am 24. September gewählt, ja? Und heute müssen die eine Regierung bilden? Das ist 4,5 Monate her. Das sind 131 Tage. Das sind 3144 Stunden. Wenn du es genau wissen willst, 816.700 Minuten. Und heute, wo Fasnacht in Franken ist, müsst ihr in Berlin eine Regierung bilden. Na, ich hoffe ja bloß, dass die Amanda noch nicht mitgekriegt hat, dass heuer überhaupt keine kommt. Die flippt ja komplett aus. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Der einzige Nilpferd, das richtig zählen kann, habt denn dein Schlamm mit. Michel, wir machen den Ton hinten noch ganz klar, gell? Musst du auf uns verzichten jetzt. Bei welcher Position?